jetzt länger? Wir sind beim Plan von unserer Fahrradtourreise. Machen das per Konferenz und per Zoom. Der Bert wird per FaceTime mitgenommen. Jetzt haben wir so ein Ding, der damals ja. Ah, jetzt war der Funken. Das ist schon so ein Weihnachtsmann. Hier ein Einblick zu meinen Sachen, die ich für die 2-Tages-Fahrradtour mitnehmen werde. Auf eine tolle Fahrt, Mann. Ja, auf eine tolle Fahrt morgen. Jawohl. Heute noch mal kleines Essen beim bei Matthias. Dass der Kohlenhydratenhaushalt passt. Genau. Genau. Mahlzeit. Dann schöpfen wir mal. Guten Morgen, Bert. Servus, auf geht's. Wenn wir einen Schnaps nicht tun, oder? Ja, auch eine schöne Tour, ja. Aber hier fällt ja noch einer. Ja. Der Kühlbord. Ja. Landhole in Bad Ragazzi, der Fall. Ja, ja. Wie gesagt, du kannst fahren. Das tun wir nicht extra. Wir kommen durch. Ja. Da links, oder? Kleine Info noch, unser erster Tag führt uns nach Rabios in Graubünden. Das sind jetzt 126 Kilometer ungefähr, oder Günther? Ja, ja. 120 noch. Und knapp 2000 Höhenmeter, oder? Genau. Okay, also heute Abend dann in Rabios in Graubünden. Geil. 2000 Höhenmeter darum, wir machen ja noch den Kutschelspass mit in Höhe Chur. Und als kleine Fleißaufgabe. In ca. 100 Metern verlassen wir Vorarlberg und fahren in die Schweiz rüber. Matthias, alle noch frisch.
gute Laune. Aha. Ja, aber geht's viel. Ja, in die Luft. In die Luft. Aus der Flasche leer. Ein Drittel. Ich habe überall Wasser gehabt. Du traust dich nicht, gell? Aus der Flasche leer. Ich habe noch nicht zwei. Vier Brünner sind da. Die erste Flasche leer, die alle noch. Und eine halbe. Ja, da am Schluss wird schon noch ein Körper gefunden. Jetzt haben wir wieder abgegeben. Ja. 1300. Ja, we'll be right back.
mal dann im richtigen Weg. Angewinkeltes Bein, magst du merken? Nee, das stimmt. Was? 130. Ja, das ist wenig. Puls? Ja. Genau, ja, beim Schwitzen stimmt's. Und mein Freund, beliebst, bist zufrieden?
ihr das andere macht, wenn du einer gießt. Oder wie? Lehren müssen. Nee. Sie werden auch noch ein Foto machen. Ach so. Aber der Scheide ist ganz doch manchmal, der ist nur so. Hier ist aus, oder? Sand hier in den Kurven, wenn der zu schnell ist. Ja, der ist höher. In den Klicks bin ich gar nicht drin. Hier falls ich hier sein kann. Ja. Aber es geht schon gehörig ab hier. Hätte ich schon runter. Ja, das ist das gehörig steil hier hoch. Was hat das ungefähr, Alma? 15% oder so, ne? Aber du musst mal überlegen. Stau. Die Autobahn. Okay. Lässig, oder? Lässig, ja. Wir fahren mit. Ist geländig. Abzweigung kann man noch nicht fühlen. Aber dunkel ist schon viel falsch, oder? Gelb.
Jetzt da kommen wir sie. Jetzt hier lang. Das Haus mit den grünen Fensterläden, der anscheinend da steht, das ist der Straße. Da die anderen. Ebenfalls super. Wieso bloß bei mir super? Was ich jetzt noch sagen wollte, vielen Dank an die Tourplanung von heute. War eine sehr schöne Strecke gewesen, sehr abwechslungsreich.
Jetzt das letzte Stück hat mir auch sehr gut gefallen. Eigentlich nur da dieser Radweg da lang, war super gewesen. Highlight war natürlich Kumpelpass, wo wir die smoothere Variante Hochzug genommen haben. Die Tamina-Brücke war auch ein Highlight gewesen. Also es war wunderschön. Super Jungs. Klasse. Zum Wohl. Zum Abschluss noch ein Bündner. Bündnerle. Und was sagst du?